kennst du das? Du musst die Steuer noch fertig machen, du musst den Auftrag irgendwie endlich an deinen Kunden schicken und du bist von morgens bis abends nur am Rumrödeln. Du bist nicht mehr selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt. Und das frustriert, ja. Und dann merkst du schon wieder, dass du keine Zeit hattest zum Singen und wirklich was für dich selber zu tun. Das ist doof. Aber zum Glück gibt es Möglichkeiten, wie du in deinem Alltag auch in solchen Stresssituationen deine Stimme trainieren kannst, ohne wirklich zu üben. Ziehen Sie dazu den Stecker oder schalten Sie die Sicherung ab? Sicherung. Yay, funktioniert. Also, dann lach du auch mal die Woche. Die Korkenübung ist ein tolles Hilfsmittel, wenn du dazu neigst, erstens zu schnell zu sprechen, wie moi, oder zweitens, wenn du dazu tendierst, zu nuscheln. Wenn du dann sprichst oder singst und einen Korken dabei im Mund hast, bist du gezwungen, langsamer zu sprechen und deutlicher zu sprechen. Dadurch trainierst du deine Artikulation. Beim Singen hilft es tatsächlich auch, wenn du dazu neigst, den Mund nicht weit genug aufzumachen und die Zähne zusammenzubeißen. Wenn du die Zähne nicht auseinander machst und den Mund nicht öffnest, bleibt der Ton hinten stecken. Die Korkenübung hilft dir, dass du wirklich den Kiefer öffnest. Wenn du also dann dein Nuscheln im Griff hast und den Kiefer schön locker machst, wenn du sprichst oder singst, dann wird deine Aussprache besser und deutlicher und vor allem deine Stimme wird ausdrucksstärker und kräftiger. Deswegen trink einfach mal öfters Wein mit Korken, damit du auch immer wieder einen neuen Korken hast, an dem du üben kannst. Rufen! Hey! Komm mal her!
minute.